Und auf geht's zum nächsten Spot. Das wäre der im Südosten. Und zwar gucken wir mal kurz auf die Karte. Da ist sie schon. Genau, da folgen wir jetzt einfach dem Weg, biegen gleich rechts ab und halten uns allgemein einfach rechts, gehen nur nicht ins Orkgebiet, sondern einfach Richtung Sumpflager. Also südlich vom alten Lager gehen wir den Weg lang. Biegen dann aber nicht nach links ab Richtung Sumpflager, sondern gehen rechts rum. In, wo ist das eigentlich? Das ist doch im Orkgebiet, oder? Also diese verschlungene Pfad, der da nach Südosten führt. Über den Fluss rüber. Ich glaube, das ist schon Orkgebiet. Aber das müssen wir gleich mal gucken. Also einfach dem Weg hier folgen und bei der ersten Kreuzung rechts abbiegen. Und das müsste dann die Burg sein mit den Harpien. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da der Fokuskristall lag. Also hier müssen wir rechts rein. Der lag halt auf so einem kleinen Vorsprung, wo wir nicht rankamen. Aber jetzt mit unseren neuen akrobatischen Künsten, die wir gelernt haben, dürfte das kein Problem sein. Und wenn er wirklich da ist, dann fehlt uns nur noch ein Fokus. Und der müsste dann wohl im Nordwesten sein, denn da haben wir noch gar keinen gefunden, oder? Also jedenfalls sagt mir das Gebiet auf der Karte nicht wirklich was. Da. Also ziemlich in der Nähe von dem Punkt, wo wir abgeladen wurden, als wir hier in die Kolonie kamen. Also wo wir unsanft runtergeschmissen wurden, besser gesagt. Aber naja, so oder so können wir uns auf den Weg zwischen diesen fünf Gebieten, also diesen fünf Punkten, wo die Fokussteine liegen, können wir noch ein bisschen umschauen. Ob wir noch irgendwas zum Jagen finden. Denn wir können jedes bisschen Kampferfahrung gebrauchen. So, hier geht es jetzt rechts in das Orkgebiet rein. Das wollen wir nicht. Obwohl hier ja auch schon überall Orks waren, wenn wir uns richtig erinnern. Nämlich da war die Viererpatrouille und hier war alles voller Orkhunde. Also ja, wir sind schon mitten im Orkgebiet drin, aber laut Karte sind wir es nicht. Aber wir wissen ja auch nicht, wie alt die Karte ist. So, da ist doch der Turm, auf dem wir rumgeturnt sind. Ha, ne, wir müssen ein bisschen weiter links halten. Dass der Turm da auf unserer rechten ist? Na gut. Hier haben wir wohl nichts leben lassen. Hier standen ja auch drei Orks und da unten dieser kleine Canyon, der war voller Orkhunde. Aber wir haben ganze Arbeit geleistet. Auch wenn es ein wenig eng war manchmal und wir ziemlich viele Schläge in den Rücken bekommen haben, während wir davon gelaufen sind. Aber was muss, das muss. Und lieber feige sein als tot. Ja, finde ich auch. Schauen wir nochmal auf die Karte. Nee, wir sind schon falsch gelaufen. Wir hätten doch hoch auf den Turm da gemusst und dann hinter dem Turm woanders lang. Na gut, probieren wir mal hier den Weg zu gehen. Den haben wir letztes Mal ja nicht genommen, weil der andere komfortabler war und weil es Nacht war, glaube ich. Aber jetzt am Tag dürfte das kein Problem für uns sein. So stark wie wir inzwischen sind und mit unseren akrobatischen Künsten ist so ein bisschen Bergsteigen noch kein Problem. Das ist dann doch ein wenig zu hoch. Kommen wir da drüben hoch? Ja. Also laut Karte gehen wir jetzt hier hoch, ganz bis zu dem Turm, wo wir den einen Hinweis gefunden haben. Da müsste hinter dem Turm irgendwo eine Brücke sein. Kann ich mich zwar nicht wirklich daran erinnern, aber schauen wir mal. Apropos Hinweis aus dem Buch. Wir haben... Oh, was haben wir denn hier? Eine kleine leere Hülle. Na gut, apropos Hinweis. Daran haben wir auch nicht wirklich weitergearbeitet. Also wir hatten ja hier oben das Buch gefunden und da stand dann drauf, was sich trennt und kurz, was kurzzeitig getrennt wird, wird wieder vereint oder dergleichen. Und da haben wir halt gemunkelt, was das alles sein könnte.
Und unsere letzte Schlussfolgerung war, es könnte ein Fluss sein. Aber jetzt alle Flüsse abzuklappern und zu gucken, ob da irgendwo eine kleine Insel ist, das können wir ein andermal machen oder auch gar nicht. Das müssen wir dann schauen. Denn wir wissen immer noch nicht wirklich, wofür diese Aufgabe da ist. Oder ob sie überhaupt noch erfüllbar ist, denn die Bücher liegen da ja schon Ewigkeiten rum. Deswegen kümmern wir uns jetzt erstmal um die wichtigen Sachen. Da ist die Brücke. Was haben wir hier für eine Höhle? Ist die auch leer? Ganz schön viele leere Höhlen. Also in der hier könnten wir ja schon gewesen sein, aber in der anderen bestimmt nicht. Die war ja mitten im Berg. Aber gut. Jetzt müssen wir doch noch weiter hoch. Ah, genau. Ja, ich glaube, selbst mit unseren neuen akrobatischen Künsten sollten wir nicht da runterspringen. Das wäre doch ein wenig schmerzhaft. Also ja, springen würden wir schon mal gar nicht, aber so stolpern oder von der Seite angegriffen werden, runtergeschubst werden, das kann ja immer mal passieren. So. Noch höher. Mann, Mann, Mann. War das der Turm? Gut. Waren wir in dem Gebiet überhaupt schon? Also, wir haben uns hier bei dem Turm ein wenig umgesehen, aber dass wir über eine Brücke gegangen sind, daran kann ich mich nicht erinnern. Dann ist das vielleicht hier doch nicht die Ruine mit den Harpyien, sondern eine ganz neue. Das wäre natürlich auch schick. Also da ist der versunkene Turm. Irgendwo weiter hinten war noch dieser andere Turm, wo wir noch nicht drin waren. Aber hier? Na, werden wir gleich sehen. Oh, wir können mal so einen von diesen neuen Tränken ausprobieren. Da haben wir ein paar geschenkt bekommen. Der hier. Oh, ja, es macht uns ganz schön schnell. Da ist eine Höhle, die können wir uns später mal angucken. Das sieht ein wenig so aus wie diese Gegend, wo die komischen Hunde waren. Ja, es ist doch die Festung. Gut. Hat meine Erinnerung. Hey, wo kommst du denn her? Ah, wir haben keinen Hammer in der Hand. Lalala. Gut, dass die Golems nicht so schnell sind und wir gerade einen Schnelligkeitstrank getrunken haben. So, erstmal leichte Heiltränke, bis sie wieder voll sind. Und dann wird der Hammer gezückt. Denn der funktionierte ja ganz gut letztes Mal. So. Jetzt nutzen wir den Rest des Trankes, um wieder schnell hinzusprinten. Und da bist du ja. Nein, wir wollen keinen Zauber benutzen, wir wollen den Hammer benutzen. Und jetzt schön mit Anlauf, mitten in den Rücken. Zack, zack, zack. Ja, so muss das laufen. Aber komisch, dass da schon wieder ein Golem ist. Weil wir hatten noch letztes Mal Lester? Hey, was machst du denn hier? Ich bin im Auftrag der Wassermagier unterwegs. Ich suche magische Artefakte, sogenannte Fokussteine. Du bist auf der Suche nach den Fokussteinen? Das ist verdammt mutig. Saturas und die anderen Magier aus dem neuen Lager wollen damit die Barriere sprengen, die uns alle gefangen hält. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Das geht mir ähnlich. Aber erzähl, was führt dich her? Ich wäge gerade ab, ob es sich lohnt, der Festung einen Besuch abzustatten. Es gibt nämlich eine alte Urkunde, die ich gerne in meiner Tasche hätte. Andererseits ist es nicht ganz ungefährlich, dort hineinzugehen. Ha, die Urkunde haben wir eigentlich schon gefunden. Wie bist du eigentlich an dem wandelnden Steinhaufen vorbeigekommen? Ich habe einiges von den Gurus gelernt. Vor allem ihre Magie erweist sich immer wieder als sehr hilfreich. Was ist das für eine Urkunde, die du suchst? In dieser Bergfestung lebte vor vielen Jahren der Lehnsherr dieses Landstriches. Ihm unterstanden das Land und die Minen. Er hatte natürlich, wie jeder Adelige, eine Urkunde über den Besitz. Und die werde ich mir holen. Aber solange die Barriere uns gefangen hält, nützt sie dir gar nichts. Das stimmt. Aber wenn die Wassermagier es doch schaffen, die Barriere zu zerstören, dann könnte die Urkunde wieder einiges wert sein.
Ganz schön gerissen. Ich habe die Urkunde gefunden. Hey, gut gemacht. Dafür gebe ich dir diese Spruchrollen. Damit sollte es kein Problem sein, den Fokus zu erreichen. Ich werde unten vor der Fokusplattform auf dich warten. Also hätten wir doch gar nicht unsere Akrobatik trainieren müssen. Sondern wir haben irgendeine Spruchrolle bekommen. Gucken wir mal. Ja, wir haben viele Spruchrollen. Heilung, Eisblock, Skelette beschwören, Telekinese. Das könnte schon mal praktisch sein. Und Verwandlungszauber. Aber wie sollen uns die Verwandlungszauber helfen, auf die Plattform zu kommen? Ah, schauen wir mal. Also er meinte, wir treffen uns vor der Plattform des Fokussteins. Die war doch auf dem Absatz, wo wir gar nicht hinkamen. Der müsste hier vorne gleich sein. Jetzt mal gucken, ob hier noch irgendwelche neuen Harpien sind. Ne, schaut soweit gut aus. Also hier drauf müsste der eigentlich sein. Und wir hatten gemutmaßt, wir können von da oben dann hier raufspringen. Was zwar schmerzhaft sein dürfte, aber machbar. Aber gucken wir mal, was Lester vorschlägt. Fährt er ja einen besseren Plan, als sich die Knochen zu brechen. Sieh mal! Dort oben scheint der Fokus zu sein, den du suchst. Ja, sieht aus wie ein Fokusplatz. So einfach komme ich da nicht dran. Wow. Bloß nicht Lester treffen jetzt. Das könnte er uns übel nehmen. Haben sich ja doch wieder hier eingenistet. Da ist noch einer. Er wollte uns, glaube ich, gerade erzählen, wie man da oben rankommen könnte. Wie soll ich den Fokus erreichen? Meister Iberion sagte immer, der Schüler versucht, die Dinge mit Händen und Füßen zu bewegen. Der Meister bewegt die Dinge mit der Kraft seiner Gedanken. Jetzt fängt er auch schon an, in Rätseln zu sprechen. Aber er meint wohl... Der Schläfer möge dich behüten. Den Telekinese-Zauber. Dafür müssen wir aber trotzdem auf den Vorsprung da oben, denke ich. Denn von hier aus können wir ihn gar nicht sehen. Also, trinken wir erstmal ein paar Tränke, damit wir da nicht unvorbereitet reinstolpern. Denn die Harpien sind zwar nicht so stark, aber dafür treten die öfters in größeren Gruppen auf. Das hatten wir jetzt ja auch schon ein paar Mal. Und das muss ja nicht unbedingt sein. So, hier sind... Keine, aber schauen wir uns mal kurz um. Also theoretisch könnte man natürlich gleich nach oben gehen, aber Kampferfahrung ist Kampferfahrung ist Kampferfahrung. Nichts. Nö, haben sich wohl nur ein paar wieder eingenistet. Aber es ist ja auch nicht so lange her, dass wir hier waren. Es wäre schon komisch, wenn plötzlich überall wieder Harpien wären. So, also, auf zur Treppe. Zur Leiter. Und hoffen wir mal, dass sie nicht morsch ist. Das haben wir auch schon zu häufig erlebt, dass wir immer wieder runtergepurzelt sind. Auch wenn das hier schon ganz schön schmerzhaft sein dürfte. Ah, gut. So, und jetzt müsste es hier eigentlich schon den Vorsprung geben. Ist er das? Ja, da ist der Fokusstein. Schön, schön. Speichern wir es mal ab. LP 56.